Droht eine weltweite Epidemie durch Vogelgrippe? Am Vogelgrippevirus H7N9 sind mehr als 1600 Menschen erkrankt, etwa 40% davon sind verstorben. Jetzt hat ein japanisches Forschungsteam Erschreckendes über diese Virusvariante herausgefunden. Sie erfüllt fast alle Voraussetzungen für eine Pandemie, also für eine gigantische weltweite Epidemie, die auch vor Grenzen keinen Halt macht. Warum die Erreger mittlerweile noch viel gefährlicher geworden sind und was getan wird, um eine Vogelgrippe-Pandemie zu verhindern, also wie ist die Lage, jetzt in Klicks um Science and Fiction, herzlich willkommen. Direkt mal vorab. Die Vogelgrippe ist nichts Neues und Vogelgrippe ist auch nicht gleich Vogelgrippe. Schon seit tausenden von Jahren befallen Viren Wildvögel und Hausgeflügel. Doch mittlerweile gibt es nach Angaben von Experten und Expertinnen mindestens 15 verschiedene Varianten der Erkrankung. Die Virusvariante H7N9 ist im Jahr 2013 das erste Mal in China aufgetaucht. Die Erkrankten hatten sich damals alle durch den direkten Kontakt mit Geflügel angesteckt. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist bislang noch nicht möglich. Viele der Patienten und Patientinnen leiden an schweren Lungenentzündungen und Fieber. Infizierte Tiere dagegen sind nicht unbedingt sichtbar krank. Mittlerweile haben sich die Virusvarianten weiterentwickelt und zwar mit weitreichenden Folgen für uns. Für ihre Studie hat das Forschungsteam aus Tokio Virusproben von einem chinesischen Patienten, der Anfang 2017 an der Vogelgrippe verstorben war, genauer untersucht. Und dabei haben sie gleich drei erschreckende Entdeckungen gemacht. Zum einen fanden sie in dieser Probe unterschiedliche Varianten des Erregers. Das Fatale daran, nicht alle von ihnen sprechen auf die Wirkstoffe an, die die Vermehrung des Virus blockieren. Im Klartext heißt das also, dass einige der Viren bereits resistent sind gegen gängige Grippemittel. Im Detail handelt es sich um sogenannte Neuraminidase-Hemmer, die, wie gesagt, normalerweise zuverlässig verhindert hatten, dass sich die Erreger vermehrten. Zudem stellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fest, dass es sich bei dem identifizierten Erreger um einen sogenannten hochpathogenen Subtyp des H7N9-Virus handelt. Bei den vorherigen Epidemien waren dagegen niedrigpathogene Viren im Spiel. Also kurze Erklärung, der Begriff Pathogen kommt aus dem griechischen Pathos für Leiden und Gen für Erzeugen. Mit dieser Bezeichnung wird also grob gesagt die Gefährlichkeit des Erregers eingestuft. Und auch das dritte Experiment des japanischen Forschungsteams zeigt deutlich, dass wir diese Influenza-Erreger keinesfalls unterschätzen dürfen. Denn Versuche im Labor zeigten, dass es dem H7N9-Virus tatsächlich gelingt, sich erfolgreich in menschlichen Zellen der Atemwege zu vermehren. Das bedeutet nichts Gutes, denn das ist tatsächlich die erste Voraussetzung dafür, dass die sogenannte Artenschranke überwunden wird. Ja, also glücklicherweise gelingt dies der resistenten Variante nicht so gut wie den nicht resistenten Virusformen. In einem weiteren Test klärten die Forscherinnen und Forscher auch die zweite Voraussetzung für die Überwindung der Artenschranke, nämlich ob die Viren auch zwischen Säugetieren übertragbar sind. Und tatsächlich, die mit H7N9 infizierten Frettchen hatten die gesunden Frettchen in den Nachbarkäfigen angesteckt, und zwar via Tröpfcheninfektion, also mit Atem. Wenn sie mit der nicht resistenten Virusvariante infiziert waren, starben die Tiere in den meisten Fällen. Das Forschungsteam schlägt jetzt Alarm, denn diese Studie zeigt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich eine besonders gefährliche Virusvariante entwickelt. Zitat: Bis jetzt ist zwar noch keine Übertragung von Mensch zu Mensch dokumentiert worden, doch offenbar verbreitet sich das H7N9-Virus schon heute zwischen Säugetieren. Passt es sich weiter an, könnten daraus bald Erreger mit Pandemiepotenzial hervorgehen, warnt einer der beteiligten Forscher, Yoshihiri Kawaoka. Der Worst Case also, eine Erregervariante, die sich besonders effektiv in menschlichen Zellen vermehrt, resistent gegen gängige Grippemittel ist und somit ein tödliches Potenzial hat. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern jetzt, dass man die Entwicklung des Virus ganz genau unter Beobachtung hält. Und das geschieht sehr schnell. Bislang ist ja eine Übertragung von Mensch zu Mensch noch nicht möglich. Doch dies ist nach Ansicht des Forschungsteams vielleicht nur noch eine Frage der Zeit. Denn bereits vor 4 Jahren zeigte sich, dass die Erreger sich rasend schnell an ihre neuen Wirte anpassen. Zudem sei es dringend notwendig, neue Medikamente gegen die resistenten Virusvarianten zu entwickeln. Dafür schlagen sie auch gleich einen konkreten Wirkstoff vor, den RNA-Polymerase-Hemmer Favipiravir. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema, auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch aktuell auf dem Stand zu diesem Thema und zu allen anderen Themen gehalten. Hier geht es weiter mit etwas ganz anderem. Sexuelle Anziehung, Musik macht Männer attraktiver. Da ist Musik drin. Also viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.